Hallihallo Leute, weiter geht's wieder mit 3 Ding Star 1. Wir haben uns letztes Mal ja dafür entschieden, das Pony in die Box zu stellen und mal gucken, wie es dem jetzt geht. Ich habe jetzt extra noch nicht weitergemacht, damit wir uns hier die Balken mal ansehen können. Hier drüben. Und ich schieb das immer weiter rüber. So, also, es wird jetzt Abend. Das Pony ist in der Box und hat sich offenbar hingelegt. Ach, wie ich diese Untergänge und Sonnenaufgänge so geliebt habe in diesem Spiel. Herrlich. Und wo ist unser Pony? Da ist es wieder. Und es sieht zumindest sehr satt aus, und aber trotzdem so dreckig. Ich glaube, das lohnt sich nicht, dieses Pferd in die Box zu stellen. Komm da! Also das ganze, der ganze Vorteil, den wir eigentlich hatten, von in die Box stellen. Wobei ich sagen muss, Chico steht ja aktuell auch in der Box. Wieso, weshalb, warum, wenn ihr das noch nicht wisst, schaut mal auf jeden Fall bei Instagram vorbei, da habe ich euch auf dem Laufenden gehalten, was mit ihm ist. Und es soll auch am Samstag auf meinem Hauptkanal noch einen Vlog dazu geben, was da jetzt so genau ist. Aber der muss aus Krankheitsgründen gerade in der Box stehen. Und der sah so schlimm aus. Weil auf der Sommerweide sieht der nicht so schlimm aus. Halt überall Mistflecken und sowas. Und auf der Weide legt er sich natürlich nicht in seine eigene, ne? Und so. Rein. Gut, hier müssen wir das Pony also auch erst nochmal ein bisschen putzen. Und wir hatten ja schon die Theorie in den Kommentaren, dass dieses Spiel so ewig laden muss, weil mein Rechner mit dieser Grafik einfach total überfordert ist. Ruhe da auf den billigen Plätzen. Ja, das dauert ewig. Und stimmt, die Augen sehen wirklich etwas gruselig aus. Aber ich habe schon mal ein Pferdespiel gesehen, da sahen die Augen auch ganz seltsam aus. Da gab es so ein Pferd mit hellblauen Augen. Vielleicht habe ich das Spiel sogar, weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Und das sah seltsam aus. Total komisch. Übrigens auch immer wieder sehr lustig, dass man die Hufe hier bloß anmalt. Gar nicht auskratzt. Warum auch? So. Pferd ist, naja, so semi-sauber. Ach nee, dann wollen wir ja rein. Ausmisten machen wir nachher. Wir wollen jetzt reiten. Sattel drauf und los geht's. Wir sind Platz... Ah ja, Platz 2. Genau. Oh, warum geht das eigentlich immer im Trab los? Nun gleich das Stehen. Mal sehen, ob wir es heute mal ein bisschen besser hinkriegen in der Dressur. Bereit zum Richtergruß. Ja, hallo, guten Tag, los geht's. Nach links oder nach rechts? Nach links oder nach rechts? Nach links oder nach rechts? Nach rechts. Halbkreis als nächstes. Ein Halbkreis. Oh, letztes Mal wurden uns noch die Größen angesagt. Kann man sich ja gar nicht drauf einstellen. Und ein Krankenwagen in der Ferne. Bereit, in einen Halbkreis nach links überzugehen. 10 Meter? Ja. So. Als nächstes ein Halbkreis. Oh, 20 Meter diesmal, ganz kreativ. Ich finde es übrigens so lustig, dass man die Beine von dem Pferd sieht, wie bei so einer alten Barbie. Als nächstes ein Halbkreis. Wie die sich drehen. Geht gleich zum Also die Gelenke zurück. Da. Wenn ihr mal an den... Oh, in den Schritt. Wenn ihr euch mal die Kruppe anguckt, gerade beim Pferd. Und da, wo die Beine sich bewegen, das ist wie so ein Dreh... Bei der Vorbereitung. Scharnier, so. Wie bei einer alten Barbie-Puppe halt. Sieht sehr lustig aus. Ist das eigentlich normal, dass sie in der Dressur den Kopf so weit oben und trotzdem die Nase so weit vorne haben? Muss jetzt zum Kanter wechseln. Wenn man sich die Haltung mal anguckt. Jetzt kommt ein 20 Meter breiter Kreis. Jetzt haben wir die Größe gesagt bekommen. Ich glaube, ich bin wieder extrem schlecht. Wir haben schon die 6. Figur und wir sind unter 50 Punkten. Dun,
Dum-di-dum. Aber okay. Also so mit Nase in der Senkrechten und so hatten die es damals nicht unbedingt. Wow. Macht sich bereit, wieder zum Trab zu wechseln. Und wird nun zum Kanter übergehen. Was, schon wieder? Da war ich doch gerade. Ach, Galoppwechsel haben, können die ja nicht. Kurz vor dem Kreis nach rechts. Der läuft übrigens in einem sehr komischen Kreuzgalopp, habe ich das Gefühl. Also wenn der aufkommt, also bei den Hinterbeinen, wenn der aufkommt, ist er im Rechtsgalopp. Und wenn er springt, sieht das aus, als wäre er im Linksgalopp. Irgendwie sieht das seltsam aus, ich weiß auch nicht. Oder? Wie findet ihr das? Verlangsamt in den Trab. Irgendjemand hat auch mal gesagt, sehr lustig, dass der im ersten Galopp gleich im Außengalopp rennt. Aber dieses Pferd läuft immer im selben Galopp. Also die Animation ist genau dieselbe. Bereit, in einen Halbkreis nach links überzugehen. Und dazu auch noch so ganz lustig. Ah, kommt ja jetzt gleich zum Stehen. Und? Nun der Gruß. Das war eng. Gerade so noch im grünen, nein, blauen Bereich. Och, 103 Punkte. Ich glaube, das ist echt gut. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Strafpunkte, 21. Da sind wir doch wieder nicht auf Platz 1. Doch, Platz 1, ganz knapp, aber yay. Ha, hättest du nicht gedacht, Ken. Ja? Sehr schön. Gut, Military. Und die liebe Twistaround hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja hier noch einen vierten Gang gibt, nämlich den Renngalopp. Den probieren wir jetzt mal aus. Und wenn ich irgendwo hängen bleibe, ist das deine Schuld. So. Uhu. Sehr sicher dort durch. Musste ich hier nicht noch eine Kurve laufen? Geht hier sehr nah ran. Oh nee, das ist mir zu. Sauber hinüber. Die strahlen so viel Selbstvertrauen aus. Das geht aber. Bringt so problemlos hinüber, das hat das einfach. Das geht aber Spaß. Nur, solange ich hier auf der linken Seite. Ja, und da Seite zeigt sich guter Spiel, so wird jetzt gemacht. Kann ich dazwischen quatschen, wenn ich was erzählen will? Bringt hier recht gut. Wenn auf der linken Seite noch das Pferd im grünen Bereich ist, kann man in den Rennen. Ja, und da zeigt sich guter Spiel, so wird gemacht. Renngalopp. Setz dich und treib das Pferd an. Das haben sie gut gemeistert. Ich weiß. Ich habe. Springt hier recht ich gut. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie noch so im Blut von vor. Setz dich und treib das Pferd an. 14 Jahren oder so? Ja, und da zeigt sich guter Stil. So wird gemacht. Ich weiß, da gibt es dann später noch richtig fiese Hindernisse. Ja, und da zeigt sich guter Stil. So wird gemacht. Irgendwie noch so bergauf oder so? Ganz, ganz krass. Aber vielleicht haben wir diesmal eine ganz gute Zeit mit dem Renngalopp am Anfang, wenn wir nicht irgendwo drüber hüpfen. Springt hier recht gut. Fallen. Sehr sicher dort durch. Ich glaube, ich muss die Kommentare zwischendurch dann immer mal leiser machen, weil sonst kommt man ja gar nicht zum Erzählen. Das haben sie gut gemeistert. Ich weiß, das ist aus Peter und der Wolf. Ich weiß aber nicht mehr, welche Figur das ist. Und, Sauber hinüber. Ist das sogar Peter selber? Oh. Ich dachte, ich habe den jetzt nicht. Ich dachte, der hätte jetzt nicht gezählt. Weil wenn der mal zwischendurch nichts sagt, denkt man gleich, oh, ich habe irgendwie Mist gebaut. Springt hier recht gut. Ist der einfach quasi erst nach dem Hindernis losgesprungen. Wurde dazwischen einfach mal durchgeschoben. Ich befürchte, das mit dem Renngalopp war nicht so eine gute Idee zwischendurch. Springt hier recht gut. Okay, doch, wir schaffen es noch. Weil ich bin gleich aus dem gelben Bereich raus und danach gibt es, glaube ich, nur noch Trab. Sauber hinüber. Schwierig. Wow. Yay. Sauber hinüber. Und noch ein Galopp ins Ziel. Noch ein Galopp ins Ziel. Yay. Sehr gut. Wenn die Zeit jetzt noch gut war, dann haben wir 0 Punkte. Nein.
7 Sekunden Zeitstrafe. Aber natürlich immer noch auf Platz 1. Ha! Ist ja gar nicht so schwer. Dann brauchen wir uns jetzt ja gar nicht mehr so viel Sorgen machen im Springen. Ach, wieso starte ich immer im Trab? Gutes Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter. Mein Lieblingshindernis. Also es gibt zwei Hindernisse, die ich absolut nicht leiden kann bei dem Spiel. Das haben sie gut gemeistert. Das ist eine Und da krachst du ziemlich alles herunter. Was für eine ziemlich Enttäuschung. Ziemlich alles, die oberste Stange, jetzt übertreib mal nicht. Und da zeigt sich guter Stil. So wird's gemacht. So, Uhr. Was für ein Bild diese beiden abgeben. So ein kraftvolles Pferd. Achtung, Uhr. Oh. Sauber hinüber. Ach du dickes Ei. Ist doch wieder so ein nächsten Einzelner? Ja, die macht ihre Sache gut. Blau? Ich glaube blau. Blau? Springt so problemlos hinüber, das hat einfach Klasse. Springt so problemlos hinüber, das hat einfach Klasse. Sauber hinüber. Sehr sicher dort durch. Boah. Keine Zeitstrafen, aber leider einmal gerissen. Na, macht nichts. Da hätten wir ja richtig Bockmist machen können. Der erste hat ja 118 Punkte. Da hätte ich mir sogar eine Verweigerung leisten können. Okay. Rot sehe ich doch gerne hier in dem Spiel. Als Schleife. Yay. Alles klar. Und was ist der denn dann geworden? Naja. Na, wie war's, Kleine? Schleife geholt? Spitze, wir haben gewonnen! Ja, ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ist das nicht super? Weia. Freut ihr sich eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise? Spitze, wir haben gewonnen! Okay, wollen wir erstmal das Pony noch putzen? Ach so, erst gleich weiter. Gut. Und dann, glaube ich, schmeißen wir das einfach wieder auf die Weide. Und irgendjemand hat behauptet, ich muss die... War das auch Twist Around? Die liebe Claudi? Irgendjemand hat noch behauptet, ich muss die Box trotzdem ausmisten. Auch wenn ich das Pferd auf die Weide schmeiße. Na gut, dann machen wir das doch. Wenn ihr unbedingt wollt, machen wir das doch. Weiter. So richtig sauber sieht das Pferd nicht aus, aber da hat sich nicht mehr bewegt. So, okay, erstmal die Mähne nochmal glatt bürsten, weil bevor es auf die Weide geht, müssen wir es ja nochmal mal schick machen. Ne? Denk, denk, denk. Dürüm, 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 dürüm. Das ist die türkische Variante von dem Lied. Ich bin Berliner, ich darf das sagen. So. Ja. Für die Weide reicht es. Jetzt nochmal anmalen. Wird das nochmal dunkler? Nee. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass das früher sauberer aussah. Aber vielleicht liegt es jetzt wirklich an dem Rechner, dass die Farben... Da, komm! So, tschüss, Pony! Dass meine Grafikkarte da irgendwie der Meinung ist, nein, das ist noch nicht weg, das kann man noch leicht durchschimmern sehen. Das haben die wahrscheinlich nicht sauber programmiert. So, machen wir das hier mal systematisch. Frups. Weiter. Einmal fegen. So. Was passiert eigentlich, wenn ich das nicht ordentlich mache? Also wenn ich jetzt hier bloß so überall Lücken lasse und jetzt weiter. Geht auch. Frage ist nur, es ist ja nicht abhängig von irgendeinem Balken. Steckt die Gesundheit dann nicht genug, oder?
Wir werden es wohl nie erfahren. Wir tun mal trotzdem Futter rein, auch wenn das Pony da gar nicht in der Box ist. Ich weiß noch, wie ich mich früher damit abgequält habe, hier ganz knapp das zu kriegen, weil ich dachte, es ist bloß dieser kleine Fleck, bis ich irgendwann mal so zufällig so, huch, ach so, da kann ich ja auch ran. Naja, dieses Spiel hat doch einige Überraschungen parat. Okay, machen wir alles zu. Wieder eine Folge geschafft, ein Tag geschafft. Ich glaube, ab jetzt kommen dann die anspruchsvollen Turniere. Ich bin gespannt. Und ja, wir machen mal weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Gute Nacht!